Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Aberration. Ich habe hier mal meine beiden Glowtails angehitscht und ich werde die jetzt mal auf Wandern stellen. Ich habe mir natürlich, vorher nicht aufgeschrieben. Ist die jetzt noch gehitcht? Nee, ne? Natürlich nicht. Oh Mann, man kann hier einfach nicht... Ach, diese Streckleiter. Also ich habe mir natürlich vorher nicht die Werte aufgeschrieben. Na, viel enger kann man ja nicht zusammensitzen. So, Hitch und Verhalten, aktiviere Wandern. Die legen auf jeden Fall ein Ei, ein giftgrünes Ei mit, weiß ich nicht, blauen Punkten oder so. Keine Ahnung, kann ich nicht so genau sagen. Und dann möchte ich gerne diese Tiere mal, miteinander verpaaren. Wie gesagt, ich habe mir die Werte nicht aufgeschrieben, darum geht es mir jetzt auch erstmal nicht, sondern ich will einfach nur, ja, eins, was ich vielleicht ein bisschen imprinten kann. So, machen wir euch mal alle ein bisschen lebendiger. Nee, du brauchst erst Nahkampfschaden. Unter 200 geht mir keiner aus dem Haus. Soweit ich weiß, fressen die Fleisch, ja. Das heißt also, die Babys müssten Fleischfresser sein, wenn ich mich total irre. Aber die fressen ja hier, glaube ich, jetzt so auch Fleisch. Ich hatte dem irgendwie Bären oder sonst was ins Inventar getan. Das haben die alles nicht gefressen. Und dann erst das Fleisch. Gut, das kann ja noch einen Augenblick dauern. Wie weit ist sie hier? Die Hälfte hat sie. Obwohl, die Hälfte hat sie schon. Naja. Ich werde das mit Lagerfeuern machen. Da, ich habe ja oben welche. Und ich weiß nicht, der Kochtopf, der macht ja sicherlich auch warm. Und ja, dann brüten wir da mal eins aus. Das wird jetzt vermutlich keine total geniale Farbkombination, weil ich leider hier mindestens zwei Stellen und beide leider auch doppelt grau habe. Ja? Dunkelgrau und hellgrau und orange. Hm. Naja, im besten Fall sieht es aus wie sie, um ein bisschen mehr Farbe reinzukriegen. Vielleicht orange mit blauem Licht. Das könnte, wäre ja auch mal ganz nett. Aber wie gesagt, ich will einfach nur mal eins von den Jungtieren sehen. Und vielleicht kann man es imprinten, wobei ja, wie gesagt, die Kapazität von Charge und die Regenerationszeit von Charge sich durchs Imprinten vermutlich nicht verbessern, sondern höchstens die Reichweite, weil ja diese beiden, also ich weiß es halt nicht, aber diese beiden Werte sind ja anstelle von Ausdauer und Sauerstoff. Und Ausdauer und Sauerstoff lassen sich durchs Imprinten ja nicht verbessern, alle anderen Werte ja schon, außer bei Fliegern eben die Bewegungsgeschwindigkeit. Und da haben wir auch schon das Ei aufheben. Und ihr braucht nicht mehr wandern. Verhalten wandern deaktivieren. Verhalten wandern deaktivieren. Und ihr braucht auch nicht mehr... Steh. Und du auch. Dich nehme ich wieder auf die Schulter. Obwohl... Na, ist egal. Ich muss sie ja eh beide nach oben tragen. So. Dann legen wir die Eltern kurz hier ab. Da bist du. Und sie muss ja auch hier hoch. Sie soll ja hier oben für ein bisschen Licht sorgen. Ich habe ja hier unten schon den Bulbdog, der ganz gut Licht macht. Komm schon, Kleine. Willst du nicht? Dann brüten wir mal das Jungtier aus. Ja, wenn wir richtig viel Glück haben, kriegt es natürlich eine super tolle Farbmutation. Aber die gibt es an sich schon in so vielen tollen Farben. Da macht also eine Mutation gar nicht mehr so viel Unterschied, muss ich sagen. So, ich brauche mal ein bisschen Holz. Dann machen wir den hier mal an. So, wollen wir mal sehen. Vielleicht reicht ja der hier schon. Vielleicht reicht's, vielleicht reicht's. Und ja, es reicht. Wunderschön. Ja, dann sehen wir uns in 7,5 Minuten wieder, wenn der Kleine schlüpft. Es ist gleich soweit. Das kleine Gecko-Kind wird schlüpfen in so 10 Sekunden in etwa. Ich hoffe, ich kann es auch gleich aufheben und es rennt nicht direkt weg, weil es tierisch schnell ist oder so. Ah. Und? Da ist er. Da habe ich dich. Sehr gut. Okay, ich packe dir mal das rein, weil ich glaube, dass du das frisst. Ich nehme mal die Hälfte und dann packe ich mal davon was rein. Also 10 und 3. Können wir uns ja mal merken. So, wie gesagt, ich habe mir die Werte eh nicht aufgeschrieben. Ich habe keinen Schimmer, was jetzt hier wie irgendwie gut ist. Naja. Auf jeden Fall ist es ein kleines Männchen geworden. Ich glaube nicht, dass es mutiert ist, denn es hat leider die sehr unscheinbaren Farben, also den blauen Schwanz, aber ansonsten, ja, grau in grau mit so ein kleines bisschen lila.
Wollen wir mal ganz kurz gucken. Sie ist genau aus wie Papa, wa? Ne, Papa hat weiße Streifen. Ha! Wo war? Was war denn das für ein Salto? Ich mach das mal lieber aus. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Kleine hier nicht vielleicht irgendwie... Oh, das Schwänzchen ist... Oh Gott. Das Schwänzchen ist so ein bisschen merkwürdig zusammengestaucht. Ist das niedlich? Süß, oder? Alle schweben hier irgendwie. Ihr seht ja, ne? Auch mein Lagerfeuer und alles schwebt hier. Die eigentliche Höhe scheint dieses Holz zu sein. Das Steinzeug ist irgendwie deutlich niedriger. So, wollen wir mal gucken. Okay, er hat das Fleisch gefressen. Das dachte ich mir doch. Dass du ein Fleischfresser bist. Wie süß. Hey, seht ihr das Symbol unten in der Ecke? Die glühenden Augen. Max Level Dino in der Nähe. Und das ist genau der, vor dem ich hier gerade stehe. Ein 120er Carnotaurus. So, wann ist das Licht angegangen? Na, als ich da unten bei den Paracers war. In etwa. Ich dachte erst, es wäre vielleicht einer von denen, aber war ja nicht. Sondern der hier ist es. Das heißt, wenn ich den jetzt töte, müsste das Licht gleich da unten wieder ausgehen. Es sei denn, hier ist noch einer in der Nähe. Jawohl, es ist aus. Und damit wissen wir auch mit Sicherheit, die Tiere spawnen hier nur bis 120, obwohl ich eingestellt habe, dass es 150 sein soll. Aber gut. Bitte. Funktioniert der Schalter eben nicht? Ich habe hier in der Nähe übrigens auch leider zwei Alpha-Karkinos. Ja, zwei gleich. Das ist schon ziemlich beängstigend. Die befinden sich beide, glaube ich, hier unten. Auf jeden Fall hier unten, so im Fluss. Naja. Mal gucken. Hep. Bei diesem kleinen Wasserfall eigentlich. Das ist ja eigentlich direkt hier bei mir. Also wenn man... Hier ist ja dieser kleine Fluss, ne? So finde ich jetzt immer nach Hause. Es gibt hier diesen winzig klitzekleinen... Fly! Diesen kleinen Fluss, in dem es glücklicherweise sogar Perlen gibt. Und da unten gibt es einen winzig kleinen Wasserfall. Und da unten seht ihr die Alpha-Krabbe. Können wir uns ja mal kurz angucken. Sie ist auf jeden Fall deutlich schneller. Sie wird vermutlich auch größer sein. Das nehme ich jedenfalls einfach mal an. Und ein Stückchen weiter hier den Fluss... Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Da ist nämlich noch einer. Und die Ratte klettert den Baum hoch. Ich bin etwas irritiert. Hier unten, unter diesem kleinen Wasserfall, ist auf jeden Fall ein super Spot für... Oh, da hinten liegt ein knallrotes Ei. Das ist ein Spino oder das ist ein Krabbenei? Ein super Spot für Loots. Ja, die kommen hier runter und dann müsst ihr da unter den kleinen Wasserfall gehen und dann könnt ihr die aufheben. Er will spazieren gehen. Oh Gott, ich hoffe, ich bin jetzt nicht sehr viel zu spät gekommen, weil ich bin nämlich gerade eben erst gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass schon so viel Zeit vergangen ist. Du kleines Tier. Komm, komm, komm. Die Plattform muss ausreichen zum Spazieren gehen. Weiter kommen wir nämlich nicht. Scheiße. Warum reicht ihm das denn nicht? Sehr merkwürdig. Der ist ja schon jugendlich. Jetzt? Nee, jetzt ist nur meiner angegangen. Scheiße, es reicht ihm einfach nicht. Dann müssen wir mal runter. Reicht ihm auch nicht. Jetzt! 17%, naja. So, ich glaube, ich weiß es nicht. Hat sich die Strahlungsreichweite geändert? Naja, 17% hat er, aber er ist ja schon zu fast 30 ausgewachsen. Das heißt, das schaffe ich auf gar keinen Fall, den voll zu imprinten. Schade, schade. Es ist gleich wieder soweit. Ich habe ihn jetzt umbenannt. Er heißt jetzt Gleit, weil es ja ein Gleitflieger ist und weil er Licht macht. So, Gleit, ich bitte dich darum, dass du gestreichelt werden möchtest. Oh, spazieren gehen. Diesmal aber bitte nicht so weit, okay? Tipp, 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 tipp.
Oh, jetzt hat er sich irgendwo verfranst. Aber. Hat er was gemacht? Nee. Weiß auch nicht, wo will denn der nur immer hin? Warum dauert denn das immer alles so ewig bei ihm? Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Und? Kommt da jetzt? Ne, er fällt. Schade, ich dachte, dass die wenigstens, wenn man irgendwo runterspringt oder so, mal gleiten würden. Aber nee, weil sie haben ja extra diese Flughäute. Doch, er hat doch irgendwie. Er hat es schon verloren. Okay, gut. 33%. Dann komm mal hierher. Ich kann den ja jetzt noch nicht aufheben. Das ist blöd. Komm, 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 komm. So ist fein. Und ein weiteres Mal. Er will kuscheln. Jipp, 17%. Das hat leider nicht funktioniert. Also durch diese Spalte zwischen der Plattform und meinen Foundations ist er leider wieder nach unten gefallen. Jetzt sitzt er eben so lange hier unten, bis er erwachsen ist. Und dann kann ich ihn ja auf die Schulter nehmen. Guck mal, was ich habe. Ich habe einen Glidesuit. Ist das nicht... Ach, das war ja so klar. Ja, ist das nicht total geil? Wir machen uns so langsam. Ja, wir kommen so langsam hier an bei Aberration. Sehr schön. Ja, also jetzt würde ich sagen, also die Stromstrahlungsreichweite ist definitiv mehr geworden. Es war vorher sowas wie 208 oder so. Also es war definitiv weniger. Ja, aber die Kapazität und die Laderegeneration weiß ich nicht. Ich glaube, die sind gleich geblieben. Die Nahrung ist mehr geworden. Das Gewicht ist definitiv mehr geworden. Es war vorher unter 100. Und die Bewegungsgeschwindigkeit ist natürlich auch mehr geworden. Ja. In 8 Minuten will er wieder. Wir sind jetzt genau bei der Hälfte. Also er hat jetzt 50%. Ich krieg den natürlich nicht voll, ne? Also er ist ja jetzt schon zu, weiß ich nicht, 68% oder so ausgewachsen. Das wird natürlich dann nichts mehr. Der nächste Imprint steht an. Ich habe mal geguckt, wie seine Werte so sind im Vergleich zu denen der Eltern. Zumindest das, was ich aus den Videos habe. Und er ist leider eher schlecht geworden. Also selbst mit dem ganzen Imprint-Kram, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt nochmal, selbst mit dem ganzen Imprint-Zeug, ja, da hat er leider zum Beispiel die schlechtere von beiden Kapazitäten bekommen und die lässt sich ja hier auch nicht verbessern. Er hat aber immerhin die bessere von der Ladungsregeneration gekriegt. Leben hatten beide Eltern exakt gleich. Nahrung hat er den schlechteren Wert bekommen und bei Gewicht habe ich es noch nicht ganz... weiß ich nicht mehr, was er am Anfang hatte. Muss ich nur nochmal gucken. Die Auflad, also die Reichweite hat er leider auch den schlechteren Wert bekommen. Und er ist auch jetzt immer noch schlechter. Selbst nach dem Imprinten ist er schlechter. Bewegungsgeschwindigkeit ist ja auch wieder gleich. Also das heißt, ja, also bei Kapazität und bei Reichweite, da hätte er gerne die anderen Werte haben können. Er ist auch nur ein Level besser, als es seine Mutter war. Wohingegen der Vater ja 10 Level besser ist, als er jetzt hier ist. Naja, schade, schade. So, wie lange brauchst du noch? 8,5 Minuten. Das könnte auf jeden Fall für nochmal Imprinten ausreichen. Das wird vermutlich jetzt der letzte Imprint, wenn ich mir das mal so angucke. Ist verdammt knapp. Ich hoffe, er will irgendwas, was schnell geht. Streicheln bitte. Komm schon. Und? Ein Spino-Ei. Ja, gut, dann hat sich die Sache eh erledigt, aber der ist jetzt ohnehin gleich erwachsen. Na, ja, da seht ihr es. 98% hat er. Gut, dann warte ich das hier noch schnell ab und dann, ja, würde ich sagen, wir könnten ja auch mal den Glidesuit so ein bisschen ausprobieren. An sich finde ich den ziemlich cool. Das Problem ist halt nur, man kommt damit ja nur runter. Man kommt ja nicht wieder hoch. Das heißt, eigentlich müsste ich die ganze Zeit irgend so ein Tier auf Folgen haben, damit ich auch irgendwie wieder zurückkomme. Ja, mir ist hier schon einiges kaputt gegangen. Komm, mach hinne. Wir haben nicht ewig Zeit hier. Ist ein bisschen blöd, ist dieser Auswahlbildschirm. Ich kann kaum da unten sehen. Jetzt ist er bei 99%, glaube ich. Aber man kann es kaum sehen. Es ist eindeutig zu weit unten. Ist mir schon bei anderen Tieren auch schon aufgefallen. Jetzt warten wir noch kurz ab. Die letzten 0, irgendwas Prozent, die er da hat. 0,6 sind es jetzt noch. Und ja, vielleicht macht er ja irgendeine nette kleine Animation. Und ja... Also ich werde jetzt nicht noch mehr nachzüchten. Ich brauche einfach nicht so viele davon. Ich wollte halt nur ja ein gutes Pärchen haben und einen nachgezüchteten, den ich benutze sozusagen. So, jetzt ist er gleich erwachsen. Und? Oh, da ist er ganz überrascht, dass er erwachsen ist. Na dann, komm mal auf meine Schulter.
Obwohl, ich muss nur mal ganz kurz gucken, was der hier so für Einstellungen hat. Warum ist das deaktiviert? Das soll an sein. So, und die anderen sind aktiviert. Okay. Verhalten, Gruppenbefehle ignorieren und vor allem Verhalten neutral. Gut. Dann wollte ich hier drüben nochmal eine Zipline anbringen. Ich springe jetzt halt immer mit dem Kapper hier über diesen Abgrund zu dem anderen bisschen Metall. Ich habe irgendwie den Eindruck, das geht nicht auf Dauer gut. Deswegen würde ich doch ganz gerne hier irgendwie so eine Zipline etablieren. So, und zwar hier einfach von der einen Ecke zu der anderen Ecke. Ah, hier sind überall diese blöden Pflanzen. Ich höre übrigens auch hier schon wieder Glocken läuten. Mir ist schon aufgefallen, dass es überall, wo es diese großen gelben Kristalle in der Nähe gibt, da klingeln ständig die Glocken. Aber ob das irgendeine Bewandtnis hat, weiß ich auch nicht. So, die 6. Dann machen wir eins da drüben hin. Und den anderen hier hin. Okay, cool. Das heißt, ich kann jetzt damit nicht so wirklich selber fahren, also klar, aber nur bis da vorne an die Klippe. Ne? Dann müsste ich mich sozusagen mit dem Pickaxe rüberholen. Also ich habe es vorhin da an diesem Stein probiert, das ging nicht. Vermutlich, weil er abbaubar ist. Eventuell wäre es von Pilz zu Pilz gegangen. Naja, egal. So, wollen wir mal gucken. Da müsstest du doch jetzt ganz hervorragend drauf laufen können. Genau. Hui. Sehr schön. Na, sonst bin ich halt immer rübergesprungen, aber wie gesagt. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass es auf Dauer nicht gut geht. Okay, dann bringe ich jetzt. Ah, ich weiß nicht, vielleicht lasse ich den hier lieber unten. Ja, ich glaube, ich lasse den unten. Und. Obwohl, nee, geht nicht. Ich muss ja erstmal hoch. Oh, ist das nervig. Ich brauche dringend diesen Motor, mit dem man die Ziplines auch hoch kann. Ich glaube, ich habe den schon gelernt. Ich kann ihn aber noch nicht herstellen, weil mir natürlich mal wieder das Metall fehlt. So. Die ist mir auch gerade eben schon abgestürzt. Komm mal her, du. Sehr gut. Ja, dann stelle ich den einfach hier vorne auf die Kante. Da sehe ich ihn nämlich wenigstens. Ja, ihr müsst halt einmal Leertaste abspringen, ne? Und nochmal Leertaste. Und dann fliegt ihr. Also ich habe es jetzt gedrückt gehalten. Wenn ich loslasse, dann glaube ich. Naja. Dann stürze ich, glaube ich, ab. Ey, ich stürze ja jetzt schon ab. Wieso? Ach ja, man darf die Shift-Taste nicht gedrückt halten. Na? Ich gehe mal da oben irgendwie so auf den Felsen und springe dann mal von da runter. Weil wie gesagt, man kann jetzt hier auch ewig weit in der Gegend rumgondeln, aber das Problem ist, wie komme ich denn wieder zurück? Ich muss ja immer, ich kann ja immer nur von oben nach unten. Das heißt, ich brauche ja immer irgendwie, ja, dann die Climbing Picks, um irgendwo wieder hochzukommen und dann von da wieder runter zu springen. So ein bisschen umständlich. Aber ich glaube, es ist echt ein total cooler Mechanismus. Komme ich hier hoch? Komm schon. Nein, will sie nicht. Sie will nicht. Vielleicht dort hoch. Und da kann ich schon wieder nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich auch gleich kein Essen und kein Trinken mehr. Ach, da sind wir. Ich komme natürlich von hier auch nicht auf meine Plattform. Das ist ja leider auch klar. So, na dann. Hui. Man verliert ja wirklich sehr, sehr wenig an Höhe. Da, das ist natürlich echt wirklich gut. Ja, wenn ich jetzt auf Shift drücke, dann geht es direkt wieder abwärts. Wenn ich halt direkt nach unten fliege, ist glaube ich so ähnlich wie beim Greif. Dann wird es ein bisschen schneller. Aber natürlich verliere ich, wie gesagt, an Höhe. Und man kriegt, glaube ich, nicht sehr viel Höhe wieder zurück, wenn man dann nach oben steigt. Also so ein kleines bisschen ja, aber nicht so viel, wie man verloren hat. Ja, ziemlich schick, würde ich sagen. So, dann hole ich mir mal den Kapper hier wieder runter. Komm mal her, du. Hervorragend. Schade, dass man nicht mit dem Tier unterm Hintern fliegen kann. Oh, das wäre cool. Hui.
dann würde ich doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge auch wieder zu Ende ist. Und wir haben recht erfolgreich dieses kleine Vieh hier nachgezüchtet. Ich will noch mal ganz kurz mir die Werte angucken. Man kann die übrigens auch vom Reittier ausfallen lassen, wenn man irgendwie R drückt oder so. Doppel-R oder irgendwie sowas ist das. Weiß ich nicht, ist mir jetzt schon aus Versehen zweimal passiert. So, er hat jetzt auf jeden Fall fast 100 mehr Leben als seine Eltern. Er hat leider ja die niedrigere Kapazität. Das ist die, die er von, vom Vater hat. Er hat aber die hohe Ladungsregeneration, da hat sich auch nichts geändert, das ist die von der Mutter. Dann hat er nach wie vor noch ein bisschen weniger Nahrung, als es sein Vater hat, und der Vater hatte den höheren Wert. Gewicht hat er, glaube ich, ja, hat er auf jeden Fall mehr als beide jetzt nach dem Imprinten, ist aber, glaube ich, echt nicht wichtig. Die Reichweite ist, naja, also auf jeden Fall etwas besser als von der Mutter, aber deutlich schlechter als die vom Vater. Und er ist halt ein bisschen schneller. So, wo gebe ich ihm das erstmal drauf? Erstmal auf Kapazität. Genau, das braucht er nämlich wirklich. Sie müssen möglichst lange und möglichst weit strahlen. Schade, dass er nun gerade die beiden Dinger nicht hat. Ja, dann würde ich doch sagen, an der Stelle ist die Folge wieder zu Ende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ark Aberration. Bis dann, ciao, ciao.